Ich weiß nicht, die Panini-Hefte, die sollte es ja noch geben. Ich glaube zumindest nicht, dass die wechseln, weil es finden sich immer Kunden für sowas, sage ich jetzt mal. Bei dem war das nämlich immer so, die Möglichkeit, ein Abonnement zu haben. Und ist, weil ich sich nicht nur bei Panini-Zeitschriften oder so, sondern auch bei Mickey Mouse oder sowas. Egal wo, immer wenn du als Zahlmöglichkeit Bankeinzug hernimmst, dann ist das deutlich günstiger, als wenn du irgendwelche anderen Möglichkeiten nimmst. Ich weiß nicht wieso, wahrscheinlich weil halt die, oh Gott, das war knapp, weil damit die Firmen halt mit Abstand am wenigsten Aufwand haben. Aber ja, das ist halt, Kontodaten sind halt einfach sensible Daten und die gibt man sehr ungern preis, und zwar völlig zu Recht, meiner Meinung nach. Die Kontodaten sind halt einfach privat. Zumindest bei mir. So. Und warum, wenn du die dann im Internet angreifst, Trojaner, bla bla bla. Ja, die haben dann deine IBAN. Und so weiter und so fort. Und dann geht das wahrscheinlich schon. Also. Sobald du diese Sachen hast, kannst du dann Überweisungen da losschicken oder so. Ich weiß nicht, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Irgendwann muss man irgendwie bestimmt, also mit Online-Banking musst du deine PIN im Internet auch noch eingeben, was ich auch noch nie gemacht habe. Und wenn du da dann Trojaner auf deinem Rechner hast, dann gute Nacht. RIP Geld, tschüss, war schön mit dir. Also sowas kann ich dann auch verzichten, ehrlich gesagt. Und deswegen lieber irgendwie bar zahlen. Was zum Beispiel auch sehr gut ist, ist der Service von Conrad Electronics. Nachteil daran ist natürlich, dass Conrad relativ teuer ist. Mit Ausnahme LED-Leisten, die sind da warum auch immer relativ günstig. Zumindest die ich immer gekauft habe. 3 Meter Hochleistungs-LEDs für 20 Euro ist ziemlich billig. Muss der Fairness halber dazu sagen, die haben keine Schalter oder sowas. Den muss man sich dann noch dazu kaufen, aber der kostet auch nur 3 Euro. Habe ich zum Beispiel als Leselampe für meine Mom organisiert. Da habe ich eine LED-Leiste genommen, die war, glaube ich, 1,50 Meter ist die lang. Die hat 6 Euro gekostet. LED-Leisten sind einfach an sich sehr toll. Und im Baumarkt, wenn du bist, zahlt sich dumm und dämlich für LED-Leisten. Außer du hast Glück. Was ich zweifelsohne auch mal hatte, da war eine, ich weiß jetzt nicht, wie viele Meter das waren, aber das war auch beim Obi an diesem Verkaufslauf am Sonntag. Da schließt sich der Kreis wieder. Echt faszinierend, wo ich heute alles thematisch hinkomme. Aber da gab es auch LED-Leisten. Und zwar, ich glaube, 10 Meter für 30 Euro. Mit wechselnden Farben wohlgemerkt. Das heißt, das war sogar eine, so eine Farbspielleiste. Wurde bei Fernbedienung 30 verschiedene Farbcodes mit RGB zusammenmixen konntest. Sowas ist dann natürlich auch geil, wenn hergeht. Hab mir allerdings nicht besorgt, weil bis ich die brauche, die LED-Leisten, ist eh sehr, sehr, sehr lange Zeit noch hin. Das mache ich erst, wenn ich im Studium fertig bin. Hier werde ich nämlich aus dem Raum, von dem ihr jetzt absolut nichts mehr seht. Wenn ihr sehen wollt, in welchem Raum ich hause, müsst ihr schon ältere Videos ansehen. Ja, ja. So sieht's aus, wo ich noch an meinem alten Schreibtisch saß. Bevor ich meinen jetzigen Schreibtisch als PC-Tisch mir geleistet habe. Vor dem so war, saß ich so, dass man am Anfang in meinen Kleiderschrank sehen konnte, glaube ich. Danach auf so eine Dekorationswand überm Bett. Und dann habe ich nochmal umgestellt, als ich einen Schreibtisch mehr reingestellt habe.
Dann kam die weiße Wand mit dem Keyboard daneben. Dann kam da drüber irgendwann mal der Greenscreen. Und dann bin ich jetzt in einer ganz anderen Ecke vom Zimmer, nämlich weg vom Fenster, wo ich ja sonst immer in der Nähe war, weil das bei Tageslicht den Greenscreen von hinten blau gefärbt hat, das Tageslicht. Also bin ich halt so weit weg vom Fenster, dass ich da quasi immer, vor allem im Winter, also nicht im Hochsommer, wenn es von draußen echt exorbitant hell ist, vor allem am Abend. Weil ich habe ja eigentlich ein Nordfenster, was sowieso schon vom Licht her das Beste ist. Weil man ein sehr, sehr konstantes Licht hat. Habe ich halt dann des Weiteren im Sommer das Problem, so Juni, Juli, August so, ist es ja dann tatsächlich so, dass die Sonne auch ein bisschen nordwestlich reinscheint. Und wenn du dann die Uhr mit dem Greenscreen arbeiten willst, dann hast du auch ein Problem. Da musst du die Rolle runter machen. Weil dann das Licht halt wirklich zu intensiv reinkommt. Und dann den Greenscreen tatsächlich wieder. Weil die Farbe so weit beeinflusst, dass es nicht mehr. Das ist halt Rausch. Da muss man dann auch den Rollo runter machen. Teilweise. Aber das musste ich ja früher, wenn ich am Tag aufgenommen habe, wenn ich eine Aufnahme. Und jetzt kann ich halt einfach hingehen und sagen: So, oh, hätte ich Lust, ja, machen wir mal. Muss ich erst alles vorbereiten, weil er halt jetzt auch permanent an der Wand gepinnt hängt. Das ist einfach deutlich angenehmer, als wenn du, wie ich es früher machen durfte, was das durfte, musste, weil ich es nicht anders auf die Schnelle halt machen konnte. Ja, als immer alles dann vorzuziehen und so weiter. Und der Greenscreen hat jetzt darunter sogar gelitten. Dann vorziehen, ich habe da, wo der umgeschlagen war, um halt auf der Schnur zu sein, das war ja nach dem Wäscheleinenprinzip fixiert. Dann halt über den Vorhang auf und zugezogen. Dass da tatsächlich ein bisschen der Stoff gelitten hat und aufgescheuert war. Eigentlich interessant, aber das ist die Ecke, die ist. Sieht man jetzt hier noch die Hand? Ja. Also hier ist die Wandecke an dieser Stelle. Dann geht's hier so vor. Oh lol, ich wusste gar nicht, dass man bis hierhin tatsächlich effektiv ausgepixelt wird. Weil hier ist nämlich genau dann die Stelle, die teilweise Farbfehler hat. Weil das, wenn das Licht vom Fenster so reinscheint. Dahinter. Und hier vorne dann. Da. Dort ist die Stelle, wo es vielleicht abgeschäbelt ist. Und es geht letztendlich dann auch bis hier hin. Also noch einen halben Meter weiter raus. Also ich habe genug Material, um hier theoretisch auch ein bisschen größere Greenscreen-Produktionen zu machen, als das, was ich gerade mache. Und davon abgesehen, dass der Greenscreen sowieso noch nur auf halber Größe hängt. Weil er einmal gefaltet ist und quasi doppelt drin ist. Weil das Ding einfach so riesig ist. Also ich könnte damit quasi meine gesamte Wand grün machen. Im Hintergrund. Ob das jetzt so sinnvoll ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber vielleicht, wenn ich dann oben im Raum bin und umgezogen bin, da werde ich dann auch, bin ich nämlich dann in einer Dachschräge. So viel kann ich dann schon mal spoilern. Da kann man richtig geilen Scheiß machen. So Einbaumöbel sie selber bauen. Das wird für mich ein riesiges Vergnügen, weil ich ein Bastler ohne Ende bin. Ich habe da auch schon einen genauen Plan, wie ich meinen Schreibtisch gestalte. Mit einem Rechnergehäuse von 1998. Ein schönes altes Fujitsu Siemens. Mit Schiebeding, also mit einer kleinen Schiebetür. Wo du die CD-Laufwerke vom Einstauben beschützen kannst und die USB-Laufwerke. Und da hat das solchen Scheiß. Aufbewahrungsplatz für drei interne Festplatten. Innen drinnen genug Platz, um theoretisch eine Wasserkühlung ins Gehäuse mit reinzubauen. Und also damit kann man richtig hardcore machen und das Gehäuse ist halt flach. Man kennt ja Grafikkarten, die sind ja so hoch. Ungefähr, die haben ja immer hinten dieses genormte Schraubstückel.
Und genau auf diese Schraubstücke ist letztendlich dieses Gehäuse hoch. Das heißt, so hoch. Das war knapp. Ein so hohes Gehäuse. Und dafür 60 auf 60. Und dieses Gehäuse will ich dann in den Schreibtisch mit rein integrieren. Das war quasi so das, was ich mir dann für den Schreibtisch direkt vorstelle. Weil das Gehäuse mitten drin ist. Da, aber das sieht einfach mitten drin aus. Kein Problem, habe ich Verständnis für. Und zusätzlich dazu, das Problem ist ja dann letztendlich die Kühlung. Aber das wird dann auch etwas anders laufen, denn dadurch, dass das Ganze so ist, habe ich das vor, quasi in einer Art geschlossenen System zu machen, um eben Einstauben quasi möglichst unmöglich zu machen. Klar wird das Ganze noch mit einer Klappe noch aushebbar sein und so weiter und so fort, dass man das Gehäuse noch öffnen kann und so ein Käse. Aber es soll relativ staubunabhängig sein. Und aus diesem Grund wird das halt in die Tischplatte eingearbeitet und dann halt von dort aus durch die Tischplatte quer gelüftet, also gelüftet und gekühlt. Ist dann halt ein aktiver Kühler drinnen, der die Durchblasluft aktiv runterkühlt und auch gegen Staub filtert. Also es ist eigentlich nichts anderes als so ein Gebläse à la Staubsauger oder halt so ein richtig schöner Hardcore-Ventilator, der sich allerdings außerhalb meines Raumes befinden wird und dann von dort aus Luft ansaugt. Also wird alles sehr technisch und sehr interessant werden, wenn ich das so durchziehen kann. Mir saugt dann quasi von außerhalb vom Schreibtisch Luft an. Eventuell sogar von einem Abstellraum nebendran, direkt unterm Dach, filtert das erstmal staubtechnisch. Und pustet und kühlt das danach noch aktiv über einen Kühler runter. Gibt's ja, ich meine, es gibt ja zum Beispiel Klimaanlagen. So kleine Klimaanlagen, so Scherzklimaanlagen für 200 Euro. Die angeblich Räume von 20 bis 30 Kubikmetern kühlen können. Deren Leistung sei jetzt mal dahingestellt, aber um theoretisch Luft für eine PC-Kühlung runterzukühlen und zu entstauben, tun sie es dann alle mal dann doch. Die stellen es dann außerhalb des Raumes hin, weil die sind dann doch relativ laut. Und die Luft, die dann da aus dem Computer rausgeht, die tust du dann wieder nach draußen leiten. Durch die Wand. So hast du im Winter eine schöne Heizung. Und im Sommer dann tatsächlich auch noch eine einigermaßen Kühlung, weil so extrem heiß wird die Luft durch den kurzen Weg durch den Computer nicht gemacht normalerweise. Die bleibt dann schon einigermaßen auf dem kühlen Niveau, wie sie war, als sie reingekommen ist. Plus dann auch die aktiven Kühler vom CPU und den Grafikkarten. Ich weiß nicht, wie viele Grafikkarten ich reinmache, vielleicht zwei. Muss ich mal schauen. Muss auch mal schauen, welche. Ich weiß nicht, bis ich mit dem Studium fertig bin, dauert es 2 Jahre. Plus noch mehr, also dauert es durchaus einige Zeit und dann, selbst dann ist nicht mal gesagt, dass ich hier wirklich wohnen bleiben kann. Das muss ich dann mal sehen. Ich hoffe natürlich schon, weil das schon ziemlich cool wäre. Muss man dann mal sehen. Wenn ich mich reinhänge, soll es hinhauen, dass ich mir aussuchen kann, wo ich dann hinkomme. Oder zumindest eine Wunschliste habe. Und